Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Und heute habe ich einen Gast wieder, und zwar Luca Rohleder. Rohleder wird das richtig ausgesprochen. Und das ist ein Autor, der hat einige Bücher geschrieben zum Thema Hochsensibilität. Und ich freue mich sehr, heute über das Thema mit ihm zu sprechen zu dürfen, was Hochsensibilität, Berufung und Alltag im Berufsleben bedeutet. Luca, herzlich willkommen zu meinem Interview. Und bevor wir loslegen, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, also wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, mein Name ist Luca Rohleder. Ich bin in der Hauptsache ein Buchautor über das Thema Hochsensibilität, habe auch 25 Jahre in dem Bereich Beratung, Coaching und Training, sagen wir mal, war ich tätig. Mittlerweile bin ich aktiv nicht mehr tätig im Coaching-Bereich, aber ich gelte sozusagen noch als Pionier der ersten Stunde. Das hat einen ganz simplen Hintergrund. Als die Bücher von mir erschienen sind, gab es nur zwei, drei, vier Autoren, die zu dem Thema geschrieben haben. Und daher werde ich immer noch ja, genutzt, um als Ansprechpartner zu dem Thema Hochsensibilität oder Empathie. Mein Hauptjob ist eigentlich die Betreuung meines Netzwerks. Das heißt, ich habe hier für Deutschland, Schweiz und Österreich ein großes Netzwerk für Hochsensible, insbesondere für hochsensible Experten gegründet, und das betreue ich im Prinzip auch. Klingt sehr interessant. Wie bist du denn dazu gekommen? Oder was ist bedeutet für dich Hochsensibilität? Weil heutzutage hörst du ja fast überall mittlerweile Hochsensibilität, Ja. Hochsensibilität. Was ist für dich persönlich? Was bedeutet das für dich? Also auf diese Frage tue ich mir sehr schwer zu antworten, weil es geht nicht darum, was das für mich bedeutet. Weil wir haben genug Probleme mit unterschiedlichen Auffassungen von Begrifflichkeiten. Deswegen würde ich eher das Ganze so beschreiben, dass Hochsensibilität vor 20 Jahren mal durch eine Bestseller-Autorin, nämlich Elaine Aron, sagen wir mal, klar definiert wurde. Und diese Definition war so eindeutig, dass wir vor vielen Jahren, als wir uns mit dem Thema hier im deutschsprachigen Raum beschäftigt haben, sagen wir, relativ klar waren, was Hochsensibilität ist. Das Schöne an diesem Werk von Elaine Aron war, dass sie gleich einen Hochsensibilitätstest mitgeliefert hat. Das sind 27 Fragen. Und diese 27 Fragen sind mehr oder weniger auch die ursprüngliche Definition von Hochsensibilität. Mir ist bewusst, dass die letzten 5 Jahre sehr viel drüber geschrieben wurde und Hochsensibilität auch mittlerweile vielleicht zu einer Modediagnose geworden ist. Und viele Themen auch in das große Thema Hochsensibilität hineininterpretiert werden. Deswegen kann man heute nicht mehr so einfach klar definieren, was Hochsensibilität ist, weil fragen wir 10 Experten, haben wir 10 verschiedene Meinungen. Deswegen empfehle ich grundsätzlich, sich auf die 27 Definitionsfragen der Hochsensibilität von Elaine Aron sich zu beziehen. Und dann kommt man auch nicht durcheinander. Ne? Weil wir auch heute den Trend haben, dass das große Thema psychische Störungen, das große Thema Frustration, Burnouts, Hochbegabung, Asperger, grundsätzlich autistische Themen in dieses Thema Hochsensibilität hinein interpretiert werden oder zugerechnet werden. Aber das ist aber ein sehr undankbarer Trend, weil der Blick auf das wahre Wesen des hochsensiblen Menschen eigentlich sich immer mehr verwässert. Ja, das hast du wirklich sehr, sehr gut erklärt, weil ich bin ja auch in diesem Bereich tätig und ich bin ja auch selbst hochsensibel und ich merke das auch, wie das sich in andere Richtungen mittlerweile Ja. entwickelt. Umso wichtiger ist, da wirklich mehr Klarheit reinzubringen. Und wie ist das denn deiner Meinung nach? Ich habe letztens gehört, dass hochsensibel jeder ist, nur der hat es vergessen. Wie siehst du das? Naja, das ist eine sehr gewagte Aussage. Ich nehme einfach mal die erwähnten 27 Fragen als Referenz, weil das sehr dankbar ist.
Ich habe sie mir auch mal ganz kurz für dieses Gespräch ausgedruckt. Und dann möchte ich einfach mal auf 3, 4 Punkte eingehen, die sehr dankbar sind, um das Thema zu verstehen. Grundsätzlich war die Idee, dass Hochsensibilität nichts anderes ist als die Beschreibung eines bestimmten Typus von Persönlichkeit. Diesen Typus kennen wir alle. Den kenne ich schon, seit ich Kind bin oder war. Wir erinnern uns alle an die Schule. Ne? Das heißt, in jedem Schulverband, jedem Klassenverband, bei jeder Klasse gab es immer 2, 3 oder 4 Mitschüler, die ein bisschen Probleme gehabt haben, sich in die Gemeinschaft einzufügen, die ein bisschen introvertierter als der Rest waren, die letztendlich, ich will nicht sagen Außenseiter, aber immer auffällig waren, dass sie nicht zu dieser großen Massen gehören. Ne? Und wenn wir bedenken, dass früher die Schulklassen ein bisschen größer waren, meistens zwischen 30 und 40 Personen, und wir immer unsere 2, 3 Schüler gehabt haben, die empfindlicher, die verletzlicher und fragiler waren, dann kommen wir auch auf diesen berühmten Prozentsatz von Elaine Aron, dass 10 bis 15% der Menschen hochsensibel sind. Das ist nämlich genau dieser Anteil von Menschen oder Kindern, die wir schon in der Schule kennengelernt haben. Seit 20 Jahren im deutschsprachigen Raum, seit circa 10 Jahren, haben wir dafür einfach einen schönen Begriff, Hochsensibilität. Wir haben sie früher einfach, weil wir diesen Begriff nicht hatten, irgendwie anders genannt. Das waren unsere Sensiblen, die zart Beseiteten, die Schüchternen etc. Und wenn wir zum Beispiel die letzte Frage von diesen 27, ich habe sie hier einfach mal in den wenn wir mal die letzte Frage der 27 Fragen anschauen, das ist nämlich die wichtigste. Als Kind, Frage 27, als Kind haben meine Eltern und Lehrer mich als sensibel und schüchtern angesehen. Und das ist auch immer sehr dankbar, weil die Formulierung der Frage ist auch sehr intelligent. Wie haben andere mich eingeschätzt? Weil wenn Sie 10 Menschen fragen, wie sie sich selbst einschätzen, werden wir selten Menschen finden, die sagen, nö, ich bin nicht sensibel. Das heißt, das ist das gleiche Thema mit Empathie. Frag einfach 10 Menschen, ob sie empathisch sind, das sagen 10 Menschen, natürlich bin ich empathisch. Genau, ja. Das heißt, das ist dasselbe Thema mit sensibel. Subjektiv gesehen fühlt sich jeder sensibel. Objektiv gesehen weiß jeder, dass er von, der hochsensibel ist, dass er von Kind auf immer die gleichen Sätze gehört hat. Stell dich nicht so an, sei nicht so empfindlich, reiß dich doch mehr zusammen. Unsere Eltern oder unsere Mütter wussten nicht mehr, was man uns zum Anziehen ankaufen sollte, weil das hat gekratzt und das hat gezwickt und das haben wir nicht gewollt. Also wir waren im Prinzip, das Wort Sensibelchen ist nicht schön, aber das beschreibt, sagen wir mal, diesen Persönlichkeitstypus Hochsensibilität sehr schön. Das heißt, wenn jemand sagt, alle sind hochsensibel und sie merken es bloß nicht, dann muss er sich einfach mal mit den Grundlagen ein bisschen näher beschäftigen. Ja, da hast du vollkommen recht. Also mich hat einfach deine Meinung interessiert, weil ich bin auch der gleichen Meinung, was du gerade gesagt hast, weil das sind noch so viele Merkmale, die dann noch dazu kommen. Das ist ja nicht nur, was du gerade aufgezählt hast, das ist ja auch dieser Bereich Hellfühligkeit oder hellsichtig oder hellriechend. Also wenn zum Beispiel wir jetzt miteinander sprechen, ich weiß nicht, wie weit das bei dir ist, also diese Gefühle, was fühlt der andere, fühlen wir ja auch. Oder wenn wir uns etwas sagen. Bleiben wir bei der Definition. Wir haben die zweite Frage. Offenbar habe ich eine feine Wahrnehmung für Unterschwelliges in meiner Umwelt. Und bei näherer Betrachtung ist es auch nichts anderes als eine Beschreibung der Empathie. Weil wenn wir die Definition von Empathie mal, zur Hand nehmen, wie sie ursprünglich definiert war, nämlich als Fähigkeit und Bereitschaft oder die Fähigkeit, die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive von anderen zu erkennen, zu verstehen, nachzuempfinden, sprich, sagen wir mal, unterschwellig wahrzunehmen, ist eigentlich die ursprüngliche Definition von Empathie. Empathie wird schulpsychologisch als
Mitgefühl und Einfühlungsvermögen definiert. Und wenn man diese empathischen Fähigkeiten ein bisschen potenziert, dann ist man relativ schnell bei der Hochsensibilität. Mhm. Deshalb nehme ich auch heute viel lieber das Wort Empathie in den Mund als das Wort Hochsensibilität, weil unter Empathie, wenn man das ein bisschen näher untersucht, kommt man relativ schnell auf die ursprüngliche Definition von Hochsensibilität. Mhm. Und daher kommt dann auch die dritte Frage, die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich, was eine logische Konsequenz ist. Habe ich Antennen, die weit ausgefahren sind, nehme ich mehr Informationen, Reize aus Umwelt und Umfeld auf, dann entsteht erstmal die Grundlage für Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. Wenn ich den anderen nicht spüre, habe ich auch keine Information vom Gegenüber. Und deswegen brauche ich diese hochsensible Grundbegabung, um überhaupt mich in andere hineinfühlen zu können. Was natürlich den Nachteil hat, dass ich jeden Tag mehr oder weniger die Gefühle anderer wahrnehmen muss. Man kann sich im Laufe des Lebens daran gewöhnen, aber letztendlich wird man täglich, minütlich, sekündlich bombardiert mit Stimmungen anderer. Ja, genau. Auch dieses Kollektive, was noch gar nicht, sage ich mal, da ist, ist ja auch, was wir wahrnehmen können. Und das ist auch absolut. Die Summe aller Stimmungen einer Bevölkerung ergibt eine Gesamtsumme und das spüren sensible oder hochsensible Menschen. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir das große Thema der Corona-Panik haben, das ist eine sehr belastende Geschichte, weil sich Hochsensible nicht davon frei machen können, was die Grundstimmung in der Bevölkerung ist. Das spüren die körperlich auch. Ja, auf verschiedenen Ebenen, also körperlich, mental, definitiv. Wie war das denn bei dir? Wie hast du denn gemerkt, dass du hochsensibel bist oder wie bist du darauf aufmerksam geworden? Naja, aufmerksam wird man da nicht, man wächst ja damit auf. Ja, aber wo hast du gemerkt, also oder diese Erklärung gehabt, weil viele wissen das ja gar nicht und irgendwann kommt dieses Wort, sage ich jetzt mal, und dann fangen sie an, sich damit zu beschäftigen. Wie war das denn? Also ich würde der Tatsache oder der Aussage, dass Leute es nicht wissen, massiv widersprechen. Mhm. Du merkst es von Anfang an, dass du nicht dazugehörst. Du merkst von Anfang an, dass etwas anders ist. Als Kind traust du dir selbst noch nicht so sehr, und machst dir vielleicht auch noch nicht so viel Gedanken. Du weißt nur eins, andere sind anders wie du. Ne? Und deswegen wirst du auch schon recht früh als Kind gemerkt haben, dass du eine gewisse Hab-Acht-Stellung einnimmst, beziehungsweise, dass sich andere Kinder und andere Menschen dich irritieren. Du weißt noch nicht, was das ist, aber du weißt, dass du nicht dazugehörst oder dass du dich massiv oder maßgeblich unterscheidest von der Persönlichkeit deiner Freunde, deines Umfeldes, deiner Klassenkameraden. Das heißt, wenn du hochsensibel geboren bist, weißt du das ab dem Zeitpunkt, an dem du mit anderen Menschen in Kontakt kommst. Wenn du mit deinen Eltern einen Verwandtschaftsbesuch machst, dann sitzt du am Tisch oder gemacht hast als kleiner Junge oder als kleines Mädchen, dann sitzt du am Tisch und schüttelst nur den Kopf über die Menschen, die neben dir sitzen, weil du merkst, dass das, was sie sprechen, nicht das ist, was die meinen. Das heißt, du merkst ständig Konflikte, dass das, was du spürst und weißt, nicht mit dem identisch ist, was du hörst und siehst. Und das irritiert dich und das wird am Anfang sicherlich bei Kindern dazu führen, dass sie immer mehr oder immer mehr irritiert sind und immer mehr vermuten, dass mit ihnen selbst was nicht stimmt. Mhm. Das ist aber nicht wahr, sondern sie wissen einfach Bescheid, ganz einfach. Und Bescheid zu wissen über das Umfeld und Umwelt ist normalerweise, hat mehr Nachteile wie Vorteile. Ja, das stimmt. Also was du gerade sehr gutes Beispiel gesagt hast, wenn jemand dir was sagt, du merkst als hochsensibler Mensch diese Schwingung, ob es wirklich gemeint ist, was derjenige dann sagt oder nicht. Das ist auch der Grund, warum hochsensibel begabte Menschen grundsätzlich mit dem Smalltalk Probleme haben. Der Smalltalk ist im Businessleben ein wichtiges Instrument,
oder ein Werkzeug der gehobenen Umgangsformen, um letztendlich eine gewisse Situation zu initiieren. Der Smalltalk hat aber letztendlich auch den Nachteil, dass man höfliche Floskeln austauscht und man ständig auf etwas reagieren muss, optisch beziehungsweise mit seiner Sprache, mit seinen Antworten, was mit seinem inneren Gefühl im Widerspruch steht. Und deswegen bedarf es sehr viel Training, diesen Smalltalk letztendlich zu beherrschen. Ne? Ja, sehr schön. Also das ist wunderschön, was du gerade sagst und wie du das erklärst. Also ich wünsche, dass es mehr Zuhörer das hören und die einen oder anderen sich auf jeden Fall was mitnehmen. Jetzt kommen wir natürlich zu deinem wundervollen Buch, was ich hier auch gelesen habe vor einigen Jahren, was mich damals sehr unterstützt hat. Da ging es nämlich um die Berufe für Hochsensible. Wie bist du denn dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Was hat dich so, ich sag nur innerlich, dazu getrieben, dieses Buch zu schreiben? Also bewusst nichts. Ich hatte nie den Plan gehabt, dieses Buch zu schreiben. Das ist aber ein typisches Indiz eines hochsensiblen Lebens, dass man im Prinzip früher oder später ein intuitives Leben führt. Das heißt, man setzt sich keine Ziele mehr oder man sollte sich keine Ziele mehr setzen, sondern achtet auf die Zeichen oder auf Symbole beziehungsweise auf Situationen, die so massiv in dein Leben treten, dass du nicht mehr anderes kannst. Und dann weißt du, das gehört zu dir. Dieses Buch ist im Prinzip entstanden aufgrund einer Situation, dass ich viel Zeit gehabt habe. Ne? Das heißt, ich habe mich hingesetzt. Damals habe ich meinen Winter immer im Warmen auf Teneriffa verbracht und habe mich einfach hingesetzt und habe angefangen zu schreiben, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich hatte mich zwar schon zuvor mit dem neuen Begriff Hochsensibilität beschäftigt durch Elaine Aron. Für mich war das im Prinzip nichts Neues, bloß einfach eine schöne neue Begrifflichkeit für etwas, was ich schon lange kannte. Und habe dann einfach relativ unbedarft angefangen zu schreiben und bin dann im Prinzip in einen Drive gekommen, wo ich nicht mehr aufhören konnte zu schreiben. Und wenn dich die Muse küsst, jeder Künstler weiß oder jeder Kreative weiß, wie sich das anfühlt, wenn dich die Muse küsst, dann musst du eigentlich nur noch ein Diktat aufnehmen, weil im Prinzip der Text in deinen Geist strömt, da musst du nur noch runterschreiben. Das heißt, das hat mich dann im Prinzip so gepackt, die Leidenschaft, dass in 4 Wochen war das runtergeschrieben. Wow, sehr schön. Das lag aber letztendlich nicht daran, dass ich schnell war, sondern dass ich konnte nicht mehr schlafen, sondern das hat mich so gefesselt, dass ich Tag und Nacht geschrieben habe, bis es fertig war sozusagen. Wow, sehr, sehr inspirierend. Vor knapp 10 Jahren. Was ist deiner Meinung nach, also wenn jetzt jemand hochsensibel ist und nicht weiß, was er beruflich machen möchte oder die Berufung, wie findet er sie? Was würdest du dem oder derjenigen jetzt für Tipps geben? Vielleicht so 3 Tipps, wie sie starten können in ihrem Berufsleben oder auf was ist da zu achten? Also, es ist nicht so einfach pauschal zu beantworten, weil ich zur Erkenntnis gekommen bin, dass Hochsensibilität oder das hochsensible Leben sehr, sehr intensiv von dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und intuitive Lebensführung abhängig ist. Das heißt, habe ich in meiner Jugend ein Umfeld gehabt, die mir vorgelebt haben, was intuitives Leben heißt, dann wird sich die Frage nicht stellen, weil dann automatisch ich so offen bin, dass die Berufung, die letztendlich zu mir passt, schon automatisch auf mich zukommt. Ne? So, das heißt, wenn ich mein sensibles Leben mehr oder weniger akzeptiert habe, das heißt, im Prinzip mit dem Leben weich mitschwinge, beziehungsweise mitlaufe mit dem, was letztendlich auf mich zukommt, dann komme ich automatisch in Situationen, wo sich die Frage nicht stellt. So, das ist die eine Gruppe. Das heißt, die brauchen keine Tipps, sondern die haben ihre Intuition, die Hauptstärke von Hochsensiblen.
Kommen wir zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt gibt es natürlich eine Gruppe, die von klein auf bestimmte Vorstellungen bzw. Konzepte oder Ziele sich angeeignet hat, die nicht zu ihrem hochsensiblen Wesen passen. Mhm. Diese Gruppe steht tatsächlich vor der Aufgabe, bevor sie überhaupt an das Thema Beruf oder Berufung denken kann, erstmal die ganzen Fremdbestimmungen, die ganzen Konzepte und Ideen und Ziele, die man sich so zugelegt hat, wieder loszuwerden. Es gibt eine Grundregel, wenn ich mir 10 Jahre Wünsche und Ziele und Sehnsüchte angeeignet habe, die nicht zu mir gehören, dann brauche ich auch 10 Jahre, um die wieder loszuwerden. Ne? Die Online- oder die Computergeneration, ich sage mal, alles, was bis 30, 35 ist, hat es besonders schwer, weil das eine Generation ist, die natürlich jeden Tag externe Lebenskonzepte durch die Online-Medien, sagen wir mal, vorgelebt bekommen. Das heißt, suche ich mir Konzepte für mein Leben aus, was ich jeden Tag in meinem Screen oder in Medien sehe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich überhaupt noch spüre, was mein eigenes Lebenskonzept ist. Das heißt, die Gruppe, die Wünsche, Ziele und Sehnsüchte aufgenommen haben, die nie zu ihr gehört hat, muss das erstmal loswerden. Das heißt, sie müssen sich erstmal mit dem Thema loslassen beschäftigen. Deswegen ist auch dieses Buch, was du gerade in die Kamera gehalten hast, auch ein Buch eigentlich des Loslassens. Wenn man mal reinschaut, wird man bemerken, dass fast 50% der Kapitel das Thema Loslassen betrifft. Mhm. Man muss erst mal auch in die Realität kommen oder wie ich immer sage, bevor ich mich in die Selbstverwirklichung verstricke, sollte ich erst mal die Wirklichkeit verwirklichen, bevor ich mich selbst verwirkliche. Und das heißt, man muss im Prinzip alle Ideen loswerden, was nicht zu mir passt. Und dann ist der Schritt in die Berufung oder in eine Situation zu kommen, wo ich automatisch spüre, was zu mir gehört und was nicht zu mir gehört, relativ nah. Beispiel. Nehmen wir einfach mal angenommen, gehen wir einfach mal auf den körperlichen Bereich. Mal angenommen, ich bin ein fragiler, zartbeseiteter Mensch, körperlich nicht sehr stabil, nicht kräftig, dünne Handgelenke, schmale Schultern. Das heißt, ich bin, sagen wir mal, auch körperlich sensibel. So, wenn ich jetzt in einem Umfeld lebe, die alle bei einem Umzugshelfer arbeiten, könnte ich auf die Idee kommen, dass ich auch Umzugshelfer werden würde, auch Umzugshelfer werden könnte oder wollte. Das heißt, natürlich könnte ich dann mit Willenskraft mich bei einem Umzugsunternehmen bewerben und könnte letztendlich mit Training anfangen, Waschmaschinen zu schleppen. Das kann ich eine gewisse Zeit machen. Und je nachdem, wie willensstark ich bin, kann ich auch eine gewisse Zeit durchhalten. Aber früher oder später wird mein Körper Schaden nehmen, ich werde unglücklich werden und werde irgendwann mal sagen, das Leben ist nicht schön. Ich komme nicht auf die Idee, dass der Job Umzugshelfer für mich nicht geeignet ist, weil alles um mich herum Umzugshelfer ist. Das heißt, es ist relativ wichtig, bezüglich seiner Persönlichkeit Tätigkeiten auszuschließen, die für mich nicht möglich sind. Wenn ich ein introvertierter Mensch bin, der nicht schlagfertig ist, für den auch die Selbstdarstellung oder sich ein bisschen besser verkaufen, als es vielleicht notwendig ist, wenn das kein Talent ist von mir, dann ist es nicht sinnvoll, mich in eine Tätigkeit hineinzubegeben, wo ich mich verkaufen muss, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, wo ich an der Front stehe, wo im Prinzip es auf die Selbstdarstellung ankommt. Auch das kann ich mit einer gewissen Kraft, Willensstärke, vielleicht auch mit gewissen Portionen Starrsinn lange durchhalten. Aber ab einem bestimmten Punkt wird letztendlich mein Nervensystem sagen, ich mag das nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum manche dann mit den Nerven
ich will nicht sagen am Ende sind, aber dass manche über ein sehr strapaziertes und angegrifftes Nervensystem letztendlich verfügen. Nicht deswegen, weil das Nervensystem hochsensibel ist, sondern weil sie zu lange letztendlich mit Willenskraft und Einsatz Aufgaben und Konzepte gelebt haben, für die sie letztendlich nicht geeignet waren. Und alles, wo du viel Willenskraft brauchst und viel Einsatz und viel Durchhaltevermögen oder Disziplin, kostet dich Nerven. Ne? Und das ist dann die Gruppe der Hochsensiblen, die sagen, meine Nerven sind so überreizt, dass ich grelles Licht nicht mehr ertragen kann, ich kann Geräusche nicht mehr ertragen, ich kann große Menschenmengen nicht ertragen. Das ist im Prinzip schon eine Auswirkung der Hochsensibilität, aber nicht deswegen, weil ich hochsensibel bin, sondern weil ich im Prinzip auf meine hochsensible Persönlichkeit in den letzten 10 Jahren keine Rücksicht genommen habe. Ja, sehr gut erklärt. Und vorhin hattest du ja gesagt, mit den Zielen setzen, Hochsensibilität sollte man eher drauf vermeiden, weil im Moment ist ja so total in, setze dir Ziele smart und dann erreichst du sie und mach dir ein Vision Board. Wie ist das? Ist das für Hochsensible nicht geeignet oder kommt es natürlich dann auch wieder auf die Persönlichkeit drauf an, der hochsensiblen Person? Also, ich möchte, bevor ich diese Frage beantworte, daran erinnern, dass man sich sicher sein sollte, auch hochsensibel zu sein. Weil wenn ich eine Antwort gebe, betrifft es diese 10 bis 15%. Wenn jemand der Meinung ist, er ist hochsensibel und ich gebe ihm Tipps für hochsensible Persönlichkeiten, aber er hat eigentlich ein anderes Thema, dann ist letztendlich die Antwort, die ich gebe, völlig kontraproduktiv. Ne? So, das heißt, wenn jemand hochsensibel ist, dann ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht aktivitätsorientiert. Was meine ich mit aktivitätsorientiert? Es gibt Menschen, die nehmen an und setzen das um, was da ist. Und es gibt Menschen, die suchen sich etwas aus und erreichen das mit Aktivität. Das ist im Moment der Mainstream, der letztendlich der amerikanische Traum ist, vom Tellerwäscher zum Millionär, der heute, sagen wir, durch die Mehrzahl aller Coaches und Trainer bevorzugt wird. Das heißt, ich muss ein Ziel setzen, dann muss ich kämpfen und muss nur Gas genug geben, um das zu erreichen. Das heißt, die Grundphilosophie, die dahinter steckt, ist nichts anderes. Ich kann alles erreichen, wenn ich mich genug anstrenge. Dieses Konzept funktioniert für Hochsensible nicht. Wenn ich 1,50 Meter bin und setze mir das Ziel, Basketballspieler, Profi zu werden, dann werde ich mich anstrengen können bis zur Weißglut. Ich werde kein Basketball-Profispieler werden. Wenn ich kein Selbstdarsteller bin und nicht bereit bin, jeden Tag vielleicht das eine oder andere, die eine oder andere Wahrheit ein bisschen besser darzustellen, als sie letztendlich ist, werde ich in einem Job, wo diese Fähigkeiten gefragt sind, nicht erfolgreich werden. Ich werde vielleicht mich daran rantasten. Ich werde es vielleicht auch mal ganz kurzfristig erreichen, aber spätestens danach breche ich zusammen. Und das sind die ganz typischen Burnout-Fälle, wo Leute einfach mit einer unglaublichen Willenskraft und Einsatzstärke sich Ziele gesetzt haben, die sie sich nie Ziel setzen, nie, die einfach nicht geeignet sind für sie, diese Ziele. Ne? Also, intuitive Lebensführung empfehle ich jedem sensiblen Mensch, jedem zart beseitenen Mensch, weil die intuitive Lebensführung eine große Macht letztendlich involviert, nämlich die eigene Intuition. Das heißt, ich setze einfach nicht die Ziele und setze auf meinen Verstand, ich setze einfach auf meinen Bauch. Und mein Bauch ist immer auf meiner Seite. Das heißt, der Homo sapiens verfügt über einen Körper oder ein Unterbewusstsein, was jeden Tag dafür sorgt, dass es uns gut geht. Der menschliche Körper ist ein Konstrukt von Selbsterhaltungstrieb.
Das heißt, unser Körper wird uns niemals schaden. Das steht im Widerspruch zur Evolution. Das heißt, setze ich auf mein Unterbewusstsein, dazu gehört mein Bauchgefühl, dann werde ich auf jeden Fall Situationen vorfinden, die mir nicht schädlich sind. Setze ich auf meinen Kopf letztendlich, dann laufe ich Risiko, Situationen generieren zu wollen, die für meinen Körper schädlich sind. Nochmal zur Erinnerung, bin ich eine Persönlichkeit, die eher kopf- und intellektuell orientiert ist, dem eine intuitive Lebensführung zu empfehlen, wäre furchtbar. Weil das ist jemand, der, sagen wir mal, mit seinem Kopf maximale Leistungen und Ergebnisse erzielen kann. Schönes Beispiel ist der Hochbegabte. Der Hochbegabte hat über außergewöhnliche Fähigkeiten in Sachen Gedächtnis, Analysefähigkeit und letztendlich auch mit seinem Kopf Dinge zu bewegen und zu erreichen. Der Hochsensible muss andere Wege gehen. No? Das heißt, es ist nicht die Frage, was ist besser oder schlechter, es ist die Frage, was passt zu meiner Persönlichkeit. Ja, und das ist immer ganz wichtig, darauf zu achten. Und da hast du was Wertvolles gesagt, nämlich erstmal alles loslassen, was nicht dir gehört, weil Hochsensible nehmen ja so viel in ihrer Umwelt auf, ohne dass sie das merken, erstmal, ob es jetzt denen gehört oder von der Umwelt ist. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das erstmal zu tun, aufzuräumen, bevor es dann wirklich geht, intuitiv leben zu können. Und wie du gerade gesagt hast, dieses Mainstream, also ich höre überall nur noch Ziele setzen und größere Ziele und noch mehr Ziele und Routinen und Gewohnheiten, und dann ist schon das ganze System schon überflutet, nur mit diesen ganzen Informationen, was ja immer mehr wird. Und jetzt ist ja viel online. Viele sind zu Hause und ich habe das Gefühl, es ist nur noch das eine Thema. Und wenn du, wie du sagst, du hast keine Ziele oder du lebst intuitiv, dann heißt es, ja, aber das geht doch nicht. Also du musst doch das machen. Dann sage ich, nein, ich muss das nicht. Also ich beobachte diesen Mainstream natürlich auch. Erschwerend kommt hinzu, dass von 10 Jugendlichen unter 30 5 Influencer werden wollen oder was mit Medien machen wollen. Irgendwie online was machen wollen. Das ist natürlich sehr problematisch, weil wenn ich das machen möchte, was alle machen wollen, bekomme ich relativ schnell in eine Wettbewerbssituation, die vielleicht nicht so optimal und komfortabel für mich ist. Es ist immer schön, etwas zu machen, was nicht alle anderen machen, weil ich dann letztendlich Alleinstellungsmerkmal habe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber nichtsdestotrotz, wir haben speziell im deutschsprachigen Raum haben wir den Trend zur Intellektualisierung. Das heißt, wir haben in fast allen Bereichen, insbesondere in unserem Bildungssystem, setzen wir auf unseren Kopf. Mhm. Das muss nicht schlecht sein. Ne? Wichtig ist nur, dass es nicht für jeden passt. Und ob es für jemanden passt, ist auch relativ schnell zu bewerten mit einer gewissen Portion Einsichtsfähigkeit. Beispiel, nehmen wir einfach mal mein Leben. Ich habe in meinem Leben noch kein einziges Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreicht. Das heißt, natürlich bin ich auch als junger Mann groß geworden und habe gemeint, ich müsste mit 30 Millionär werden oder Ziele erreichen und Gas geben oder sonst etwas. Das heißt, auch ich bin in eine Bahn geraten, weil ich mich an meinem Umfeld oder an meinen Freunden oder an Gleichaltrigen orientiert habe. Ne? So, am Anfang merkst du noch nicht, dass du gar keine Ziele erreichst, sondern du dir immer nur die Arme und die Beine brichst. Am Anfang willst du es nicht wahrhaben und kommst immer mit der Situation, okay, dann muss ich einfach mehr tun oder muss was anderes tun oder muss mehr Gas geben. Das geht so lange, bis der Kopf einfach ausschaltet, du einfach letztendlich nicht mehr in der nervlichen Lage bist, Gas zu geben. Das heißt, du kannst es entweder freiwillig beenden oder dein Körper beendet diesen Irrsinn. Das heißt, wenn ich merke, und diesen Ratschlag gebe ich allen jungen Menschen, wenn ich merke, was meine Lebenskonzepte sind, das heißt, wenn ich etwas tue, ob es funktioniert oder ob ich etwas tue und es funktioniert nicht. Wenn ich da ein bisschen Achtsamkeit habe, dann werde ich meine persönlichen Erfolgsrezepte relativ schnell rauskriegen. Das heißt,
speziell in meinem Fall, die Ziele, die ich mir intellektuell gesetzt habe, habe ich nie erreicht. Und die Ziele, die ich dann erreicht habe, die ich gar nicht vorgehabt habe, haben sich im Nachhinein immer komfortabler und schöner und wunderbarer herausgestellt als die Ziele, die ich vorher hatte. Das kriegt man erst im Laufe seines Lebens heraus. Und das, deswegen ist es vielleicht so, dass es bestimmt eine bestimmte Gruppe von hochsensiblen Menschen gibt, die erst einmal einen großen Umweg macht. Das heißt, das erste Drittel im Leben verrennt man sich ein bisschen und dann kommt man zur Einsicht und dann kann man ein bisschen korrigieren. Und so zwischen 40 und 50 hat man sich dann letztendlich selbst kennengelernt. Mir ging es so. Ich kenne relativ wenige, denen es nicht so ging. Vielleicht gehört es zum hochsensiblen Leben, dass wir ein paar Umwege letztendlich machen müssen, was aber in letzter Konsequenz nicht so dramatisch ist. Ne? Wenn man über eine gewisse Einsichtsfähigkeit verfügt und einfach auch merkt, wenn etwas nicht mehr geht, geht nicht. Oder um es einfach ein bisschen salopp zu formulieren, alles, was zu mir passt, passt sofort. Alles, was nicht zu mir passt, passt auch nicht später. So, und das muss man erst einmal durch Persönlichkeitsentwicklung, durch Beobachtung, durch Lebenserfahrung, durch Leben per se herausfinden für sich. Das heißt, es kann viel Spaß im Leben machen, auch ein bisschen Detektiv in eigener Sache zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Also das klingt sehr, sehr spannend. Und was du gerade gesagt hast, dieses mehr machen, wenn ich mehr tue, dann erreiche ich die Ziele. Wenn ich mehr tue, dann erreiche ich die Ziele. Das wird nicht funktionieren. Du wirst einfach zusammenbrechen, weil es nicht deine Ziele sind. Aber was du gerade angesprochen hast, sehr schönes Beispiel, wenn es deine Ziele wären, intuitive, dann würdest du auch viel leichter diese Möglichkeiten erreichen. Dann kommt das so in dein Leben. Also dann bekommst du einen Anruf oder du liest etwas. Das kommt dann einfach automatisch. Also ich erinnere an den Eingang unseres Gesprächs mit dem Buch. Das war eine Phase, wo ich eigentlich nicht genau wusste, was zu tun ist. Ich wusste, es ist nichts zu tun, weil wenn man nicht weiß, was zu tun ist, dann ist auch meistens nichts zu tun. Und bin ich nach Spanien gekommen und hatte wirklich Langeweile. Und aus diesem Grund habe ich einfach aus irgendeinem Grund angefangen zu schreiben, beziehungsweise habe angefangen zu schreiben, ein Buch über das Thema Hochsensibilität. Das war nie mein Ziel. Was daraus entstanden ist, ist vielleicht der größte Erfolg meines Lebens, weil dieses Buch hat im Prinzip mein Leben aus den letzten 10 Jahren finanziert. Ein Buch, das ich nie vorhatte zu schreiben. Ich konnte sozusagen nichts dazu, bewusst. Wäre ich letztendlich mit einem großen Zielepaket nach Spanien gereist, also ich weiß jetzt nicht, was zu tun ist und jetzt setzen wir uns einfach mal ein Ziel und geben Gas und machen ein Konzept und sprechen die und sprechen jene an, dann wäre das nicht passiert. Das heißt, zu der intuitiven Lebensführung gehört auch das Instrument der Langeweile. Und zwar darf man sich vor Langeweile auch nicht fürchten, weil aus der Langeweile kommen oft ganz neue Richtungen und neue Ideen. Ne? Deswegen ist auch das Instrument Loslassen, also den Mut aufzubringen, das Morgen an sein Schicksal zu verschenken, ein sehr mächtiges Instrument. Und wenn man im Laufe seines Lebens diese Werkzeuge, die ein hochsensibler Körper in sich trägt, verstanden hat und nicht nur verstanden hat, sondern auch einsetzt, dann können wir genau das erfolgreiche und das gleiche erfolgreiche und glückliche Leben führen wie alle anderen. Nur unsere Werkzeuge und unsere Konzepte und unsere Wege sind einfach andere. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand zuhört und sich wiedererkennt und sagt, ja, aber mein Alltag ist gar nicht so leicht, die äußeren Einflüsse. Was empfiehlst du so Menschen, dass sie in ihrer Kraft bleiben oder sich vielleicht auch schützen? Was empfiehlst du denen? Also ich bin ein Kind der 80er Jahre.
So, das können sich junge Leute heute nicht mehr vorstellen. Das heißt, ich bin in einer Zeit groß geworden der absoluten Sorglosigkeit. Das heißt, wir hatten keine Arbeitslosigkeit, wir hatten bedeutend höhere Einkommen letztendlich und das Thema Arbeitslosigkeit betraf uns nicht. Wir hatten eigentlich nur ein Problem, was machen wir alles in unserer Freizeit? So, diese schönen Zeiten sind nicht mehr vorhanden, weil wir heute in einer globalisierten Zeit leben. Die globalisierte Zeit hat natürlich Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass egal in welchem Lebensbereich wir agieren, wir immer in Wettbewerb kommen. Das heißt, besonders im beruflichen Bereich oder im unternehmerischen Bereich wirst du immer irgendjemand finden, der besser, schneller, billiger letztendlich irgendwas anbietet. Das heißt, wir leben in einer Zeit des Wettbewerbdrucks. Das geht sogar so weit, dass wir selbst in unserer Partnerschaft Wettbewerbssituationen fühlen, weil die heutige Generation die erste Generation ist, die jeden Tag mehr oder weniger auch damit rechnen muss, dass der Partner ihn verlässt. Das war bei meiner Elterngeneration nicht. Da gab es dieses Thema nicht. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Zeit, die sehr, sehr anstrengend ist oder anstrengender wie vielleicht noch vor 30 Jahren. Jetzt speziell mit der Corona-Geschichte ist es natürlich noch anstrengender geworden. Das heißt, es ist wichtig, mehr oder weniger seinen Frieden damit zu machen. Das heißt, wenn wir bestimmte Gegebenheiten beobachten, die einfach zur Realität der Globalisierung gehören, dann hilft es nicht, dagegen anzukämpfen, sondern wir müssen einen Weg finden, zu sagen, das ist einfach mal so. Es gibt einen sehr unangenehmen Ausdruck, das heißt, und der heißt, sich abfinden. Das mag niemand, dieses Wort. Aber die Fähigkeit, sich mit bestimmten Dingen auch abzufinden, ist auch ein gesunder Weg, mit vielen Dingen seinen Frieden zu machen. Ne? So wie wir jetzt zur Corona-Zeit seit zwölf Monaten unseren Frieden gemacht haben, auf unseren Urlaub, auf Reisen oder auf den Kontakt mit Menschen zu verzichten. Das gefällt uns auch nicht. Aber wenn man erstmal seinen Frieden gemacht hat, dann kann man damit eine gewisse Zeit auch leben. Ne? Und deswegen bestimmte Dinge, die einfach sind, sind einfach so. Ne? Das heißt, die Antwort ist, Realitäten, die ich nicht ändern kann, mit denen muss ich meinen Frieden machen. Und Realitäten, die ich ändern kann, kann ich versuchen, letztendlich Wege zu finden. Ja, das ist immer ganz wichtig. Weil sonst, wenn du dich, weil viele gegen, kämpfen ja auch dagegen an. Viele sagen, ja, ich will das nicht fühlen und haben dann, wollen so eine Distanz aufbauen und mauern und merken eigentlich, dass es dann eher kontraproduktiv ist, sich so Mauern aufzubauen, um Gefühle nicht fühlen zu können oder zu wollen oder nicht sensibel sein zu wollen, fangen sie an, irgendwas zu trainieren, aber merken, es funktioniert gar nicht. Also deswegen ist wichtig, was du gerade gesagt hast, ist einfach mal annehmen, lernen, weil dann bist du im Frieden und hast auch wesentlich mehr Energie für andere Sachen. Ja. Was ja dann auch Vorteile bringt. Ja, auch die unangenehme Aussage, sich mal einzugestehen, was man nicht kann, ist etwas, was sehr gerne, sagen wir mal, unter den Tisch fällt. Der Mainstream, den du letztendlich angesprochen hast, dass der amerikanische Weg, wir müssen uns Ziel setzen und nur Gas geben und dann können wir alles erreichen. Wir können sein, was wir wollen. Wir können uns ändern, wie wir wollen, steht dazu auch im Widerspruch. Dort kommt nicht vor, dass ich mich auch mal mit etwas abfinden muss. Mhm. Ich bin niemand, der gerne in der Öffentlichkeit steht. Ich bin auch niemand, der jetzt als Influencer in Frage käme, der Hunderttausende bis Millionen Follower generieren könnte, weil man mir früher oder später anmerkt, dass ich im Prinzip nur meinen Frieden damit gemacht habe, ab und zu mal ein Zoom-Interview zu geben oder letztendlich Social-Media-Marketing zu machen. Aber ich bin da kein Spezialist und kein Könner drin. Und ich werde da nie auch ein Könner werden können.
Das heißt, wenn ich jetzt morgen auf die Idee käme, ich mache jetzt hier den ganz großen Influencer und den Selbstdarsteller, dann wäre ich in wenigen Monaten bis Jahren mit den Nerven am Ende. Ja. Und da ist auch wichtig, Selbstfürsorge, was du gerade angesprochen hast, zu gucken. Ja. Genau, schau, dass es dir gut geht und mit was du dich wohlfühlst. Und das ist ja ein Trend. Und es ist Selbstfürsorge zu gucken, willst du dem Trend hinterherlaufen oder willst du gesund sein? Wenn ich mir, auch ein zweites Beispiel, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, hatte ich in Zeichnen und Werken immer außergewöhnliche Noten. Mhm. In Sport hatte ich nie gute Noten. No? Jetzt weiß man als kleiner Mensch nicht, ob man jetzt sportlich ist oder nicht. Man sieht aber, dass alle seine Freunde und Klassenkameraden sportlich gut sind. Und man sieht, die haben da auch Spaß dran. Das heißt, als junger Mann habe ich dann angefangen, Ski zu fahren, Fußball zu spielen, Sportverein zu gehen. Und ich war überall nur Mittelklasse. Bis ich dann irgendwann mal mit Mitte 30, Anfang 40 gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht sportlich. Mir macht der Sport per se auch keinen Spaß. Das heißt, ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu bemerken, dass ich etwas tue, was mir in letzter Konsequenz überhaupt keinen Spaß macht. Daran erkennt man, dass diese Selbstfürsorge oder die Selbsterkenntnis eine sehr schwierige Sache sein kann. Und es ist auch eine Herausforderung, weil zu sehen, was anderen Menschen Spaß macht oder was der Masse Spaß macht, und gleichzeitig auf die Idee zu kommen, dass man einer der wenigen ist, der daran keinen Spaß hat, dazu gehört viel Lebenserfahrung und auch Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen können wir nicht haben mit 20, 30, sondern das bauen wir im Laufe unseres Lebens auf. Ja, klar, definitiv, weil du hast dann ja auch Angst, diese Ablehnung dann, weil du fühlst dich ja eh schon anders wie die anderen. Und natürlich willst du dann mit dabei sein, weil wir sind ja soziale Wesen, wir Menschen. Wir wollen ja immer, immer Kontakte und immer in der Masse. Und wenn du von vornherein schon merkst, du bist aber irgendwie anders, aber kannst es überhaupt nicht erklären, versuchst du natürlich der Masse zu entsprechen, also den Erwartungen, sage ich jetzt mal. Und da ist es gar nicht so leicht, wie du gerade gesagt hast, erfordert wirklich sehr viel Mut, dann dich wirklich zu trauen und selbst für Sorge für dich zu leisten, zu sagen, nee, das, ich gucke jetzt, dass es mir gut geht und ich gehe meinen Weg. Ja, also die Herausforderung ist noch ein Schritt zuvor. Das heißt, man muss erst mal erkennen, dass das mir gar nicht gut geht. Man kommt hier gar nicht mal so schnell auf die Idee, weil was alles allen anderen Spaß macht, das kann doch nicht sein, dass es mir nicht auch Spaß machen könnte. Mhm. No? Es ist nicht eine Frage des Willens, es ist eine Frage der Zeit, um auf bestimmte Dinge zu kommen. Vielleicht gehört es auch zum hochsensiblen Leben, wer weiß, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln, beziehungsweise eine gewisse Zeit brauchen, unseren eigenen Weg zu finden. Das sollten wir auch Geduld mit uns selbst haben. Die Zeit ist auf unserer Seite, wie bei allen intuitiv begabten Menschen, und die intuitive Lebensführung einfach mal etwas auf sich zukommen zu lassen, auch wenn es unanzunehmen, auch wenn es nicht Bestandteil meiner Ziele war, kann ein sehr intelligenter Schritt sein. Das heißt, unsere Intuition gestaltet ja unsere Umwelt jeden Tag. Das ist ein unbewusster Vorgang. Und mich auf etwas Unbewusstes zu verlassen, ist etwas, was man mir zeigen muss oder was ich letztendlich trainieren muss. Und wenn ich eine gewisse Erfahrung habe, dann weiß ich, dass das, was auf mich zukommt, es immer gut mit mir meint. Mhm. Aber auch das, aber auch in diesem Bereich kann ich meine Ängste vor dem Unbewussten nur erst dann überwinden, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir nichts passiert. Also ich muss auch ein bisschen spielen und muss letztendlich
mich überwinden, mal etwas zuzulassen, obwohl ich nicht weiß, wohin es führt. Mhm. Sehr schön. Unter der Prämisse, dass ich ein hochsensibler Mensch bin. Mhm. Ja, ganz wichtig. Luca, herzlichen Dank für dieses wunderschöne Interview. Wir kommen fast zum Ende, doch bevor wir zum Ende kommen. Ja, fast schon eine Stunde, ja. Habe ich auch gerade gesehen. Es war so, so interessant und vielen herzlichen Dank. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden von unseren Zuschauern, noch eine Bitte an dich. Was hast du für eine Botschaft, um die Welt ein bisschen schöner zu machen? Meine Botschaft ist, die Welt ist, wie sie ist. Sie war schon immer gleich, sie ist im Moment gleich und sie wird auch gleich bleiben, weil ich glaube nicht, dass die Grundprinzipien des Lebens geändert haben. Die Idee, die Welt schöner zu machen, ist eine intellektuelle Idee, wo ich bezweifle, ob es Bestandteil unseres Lebens ist. Okay, sehr schön. Herzlichen Dank. Okay. Also vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr weitere Informationen bekommt, auch wo ihr das Buch, wie das Buch heißt, was wir gerade eingeblendet haben, verlinke ich euch alles hier drunter in der Infobox. Auch die Homepage von Luca werde ich euch verlinken. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an. Ganz, ganz wichtig, schaut, dass es euch gut geht. Bleibt alle gesund und bis ein weiteres Interview. Alles, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Okay, bis bald. Ciao. Tschüss.